Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Trackmania 2 Willi. Wir sind wieder dabei, uns auf diesem Maniac CS Server noch ein bisschen weiter zu vergnügen. Nachdem wir eigentlich in den letzten Runden gar nicht mal so schlecht abgeschnitten haben. Alter Verwalter, was ist denn das hier für ein Riesensprung gewesen? Mit Anti-Boost sogar. Okay. Ich glaube, das mit dem Anecker war gar nicht so verkehrt jetzt gerade hier am Ende. Also wenn das jetzt alles von der Strecke ist, dann bin ich ernsthaft enttäuscht. Also so richtig enttäuscht. Vielleicht wäre das hier mit dem Wallbang eine Ecke besser gewesen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Wir müssen hier auf jeden Fall immer schön weiterspringen und das machen wir Foto-Finish mit dem anderen. Was für eine Zeit habe ich überhaupt gefahren? 1,39. Ne, 41,39. Okay, da müssen wir mal gucken. Da ist sicher noch einiges an Zeit drin, da bin ich mir ziemlich sicher. Eventuell sogar eine ganze Sekunde, ich weiß es nicht. Mit ein bisschen Glück könnte das sogar fast der Fall sein. So, auf jeden Fall fahre ich jetzt hier ein bisschen nach rechts. Dann habe ich hier unten mehr Platz für die Kurve und wenn ich hier ein bisschen vom Gas gehe und dann kann ich den hier richtig hochziehen und bin hier schon auf Ersti-Kurs. Fast zumindest. Ich könnte es zumindest noch weiter versuchen, Erster zu werden, indem ich hier schön vom Gas gehe. Das war hier, das ist eine richtige Wallbang-Stelle? Könnte fast sein. Man könnte es mal probieren zumindest. Platz 88. Damit hätten wir sogar schon wieder die Outdoor-Zeit. What the fuck? Ich bin sogar nur 200 hinter dem ersten. Oh, ein bisschen mehr Hundertstel inzwischen. Okay. Aber ich glaube, das könnte sich hier fast aufgehen. So, hier schon jetzt vom Gas gehen, vom Landen. Dann kann man im Ski beim Raufziehen nochmal viel mehr Zeit gut machen. 1500 hier gut gemacht und... Alter, komm, ist doch nicht dein Ernst. Okay, dann versuchen wir das jetzt mal. Ach, verdammt, ich muss ja noch irgendwas machen, damit ich hier besser wieder raus fahre. Also es wäre praktisch, wie war das, wenn man direkt gegen das Ding lenkt, dann funktioniert es besser. Okay, und hier darf man am Anfang schon nicht lenken, weil sonst fliegt man gegen so einen behinderten Baum, der da rumfliegt. Das kann doch nicht sein. Oh Gott, ich bin ja nur noch sechster Platz. Was, 40-30 hat er da noch draus gemacht, okay. Oida, okay. Mal schauen, wie ich das auch ungefähr hinkriege. Ich glaube, eventuell, wenn ich kurz vorm Absprung, beziehungsweise vor dem Drop in den Tunnel schon vom Gas gehe und nicht erst, wenn es der Fall ist, schon hier, dann kommt man hier vielleicht ein bisschen schneller rum. Na, okay, irgendwie war es jetzt doch nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Wo sehe ich endlich meine Vergleichszeiten hier? Die sind total verschwunden. Was haben die schon wieder gemacht hier? Ich würde gerne wissen, wie ich an einzelnen Stellen hier zu meinen Mitstreitern stehe. Also zum Beispiel hier an Checkpoints. Finde ich immer eine sehr wichtige Aussage von dem Ganzen. Auch wenn wir es hier schon den schönen vierten Platz gefahren haben, hätte ich gerne so Checkpoint-Zeiten von meinen Mitfahrern. Das wäre schon echt cool eigentlich. Okay, jetzt haben wir hier nochmal... Ach, verdammt! Ich hätte es noch ein bisschen reinziehen müssen. Hier ist auf jeden Fall noch ein Haufen Zeit drin. Alter, der ist nochmal fast eine Sekunde runter. Wie hat denn der das gemacht? Auch wenn ich hier sage, hier ist noch einiges an Zeit drin. So viel dachte ich jetzt eigentlich nicht. Oh, das war jetzt gar nicht schlecht, glaube ich. 29 Hundertstel allein an dem Checkpoint gut gemacht. Okay, also hier wieder die Linkskurve fahren, aber beim Einlenken, jetzt bin ich hier dumm dagegen gefahren. Scheiße! Also normalerweise, wenn man gegen diese Bande fährt, dann muss man dagegen lenken, um den Schmarrn zu vermeiden, den ich da gemacht hatte. Also, das war ja praktisch einmal hier total rausgeflogen und so ein Schmarrn. 31 Hundertstel hätte ich hier einfach, wäre damit schön Dritter, aber
Meine Güte. Okay, jetzt versuchen wir einfach mal nochmal die Kurve. Wahrscheinlich würde ich sie jetzt total gut packen. Ja, fast zumindest. Ich hätte es noch ein bisschen weiter hinten reinfahren können, aber wollte nicht so ganz. Na gut, nur der Platz ist das für das Ding jetzt auch gerade nicht schlecht. Auch wenn der erste nochmal BAM! Eine Sekunde schneller war. Harter Käse, ey. Harter Käse. Richtig harter Käse. Na, kann man sagen, nicht direkt der Regel mache, oder? Doch, man könnte was dagegen machen. Man könnte ihn abschießen. Aber sowas machen wir nicht. Die Map, die kenne ich irgendwo mit diesen tollen großen Feldern. Lost in Transition. Ja. Das ist doch so eine Anspielung auf diesen Film. Lost in Translation, oder? Ist das nicht ein Film? Ich glaube schon, dass es ein Film ist. Lost in Translation. Ich weiß aber nicht, um was es darin geht oder sonst was. Vielleicht geht es ja sogar um irgendwas Tolles. Oh Gott. Oh mein Gott. Und hier muss man nach rechts springen. Oh mein Gott. Okay, die Strecke kenne ich, glaube ich, schon irgendwer. Bin mir nicht sicher, ob ich hier sogar schon eine Zeit habe. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich ätzende Strecke. Eine richtig ätzende Strecke. So eine richtige Ätzstrecke, falls ihr wisst, was ich meine. Weil ich gar nicht mehr weiß, wie man den Schmarrn hier richtig fährt. Das ist echt richtig ärzend. Richtig ärzend, so. Man muss hier irgendwie alles ziemlich heftig Fullspeed fahren. Irgendwie hier durch. Helm oder so. Wow, das war gar nicht schlecht, finde ich. Oh Gott, irgendwie fehlt mir jetzt hier aber leicht. Hier war es schon Richtung Ende, genau. Okay. Okay. Interessant. Also ich bin Erster? What the fuck? Was habe ich gemacht? Habe ich mit dem Nadeo-Entwickler geschlafen? Nein, habe ich nicht. Wieso bin ich gerade die Erste? Obwohl, ich, okay, sind noch irgendwie angeblich 2 Sekunden drin, wenn man hier sich die Daily-Mania-Zeiten anguckt. Bei 38, 35 liegen durch den komischen... Wie hieß der David? Der David und die Superzeiten wieder. Und hier habe ich schon allein ins viel gut gemacht. Hier muss ich mal kurz zum Gas gehen, glaube ich, damit ich hier besser runterziehen kann. Es kommt wahrscheinlich sowieso gleich der Rausbohm und natzt meine Zeit aufs Tierischste weg. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Ich hätte hier sogar schon Gold gefahren. Das wäre nochmal interessante Einsicht. So, jetzt bin ich hier mal ganz kurz vom Gas gegangen. Oh, das wird nicht schlecht, auch wenn ich hier nicht sonderlich viel Zeit gut gemacht habe. Oi. Aber der Sprung hier, der gefällt mir jetzt hier gerade viel besser. Ach, verdammt, das bin ich gegen das Ding geknallt. Berner, super geile Zeit gewesen. Meine Fresse. Das wäre sogar schon mal langsam Richtung Daily-Zeit gegangen, weil eine Daily-Zeit habe ich noch nicht. Trotz Goldzeit habe ich keine Daily-Zeit, nein. Das ist eigentlich schon traurig. Und ich muss hier diese Rechts-Links-Geschaukel irgendwie besser hinbekommen. Was ist mit den Leuten hier los? Wieso fahren die hier gerade keine gute Zeiten zusammen? Sind die raus, runter vom Server? Ne, sind sie nicht. Das hätte ich irgendwie mitbekommen, oder? Rosbohm. Mein lieber Rosbohm. Musst du erstmal Rosbohmen, ne? Nein. Ist schon echt guter Kerl. Richtig gut. Ja, da hat er mich schon... Alter! Um über eine Sekunde versägt, ey. Dachte ich, wenn ich vom Gas gehe, dann könnte ich eventuell besser rumkommen, aber das ist so eine scheiß enge Rechts-Links-Kombination, dass das eigentlich gar nicht richtig funktioniert, weil ich nicht weiß, wo der richtige Punkt ist zum Einlenken. Ah, fuck you einfach. Okay, ich schaue es, dass ich das Ding richtig gerade durchfahre und gehe da einfach mal kurz vom Gas. Das könnte es eventuell einfach schief vom Gas gehen und dann kann ich hier schön rausziehen. Ja, das ist gar nicht schlecht, glaube ich. Damit komme ich hier auch richtig schnell runter und habe hier sogar fast meine 35 Hundertstel gut gemacht. Das war jetzt nicht so toll. Na gut. Oh Gott, jetzt bin ich hier sogar aufgebumpelt. Wieso bin ich eigentlich noch Zweiter, ey? Nach so einer langen Zeit und so einer Scheißzeit eigentlich. Der versägt halt einfach die nächsten 2 Plätze um über eine Sekunde, dieser komische Kerl, ey. Okay, mal schauen, ob ich das ein bisschen weiter nach rechts springen kann. Dann könnte man hier vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit gut machen.
Boah, Fullspeed gerade runtergeschafft. Das war nicht schlecht. Trippy, trippy, sage ich da einfach nur. Okay. Oh, wow, 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 wow. Verdammt. Okay, jetzt wird es wahrscheinlich nicht mehr für eine Zeit reichen. Bis auf, ich schaffe jetzt hier den ultimativen World Record, was ich jetzt auch mal ganz dreist anzweifel. Auch wenn ich hier jetzt irgendwie schon ultimativ weit vorne bin. 3100 hier nochmal. Okay, es reicht wahrscheinlich nicht mehr der Sprung hier richtig rüber. Vorher war der echt weit hinter. Da hätte ich das richtig gut erwischt eigentlich. Aber immerhin sollte es für eine neue Zeit reichen. Zeit reichen. Oder auch nicht. Okay, 41 Hundertstel. Nein! Ich war doch schon im Ziel. Ach, Kacke. Okay, dann halt der dritte Platz. Okay, für den zweiten hat es wahrscheinlich auch nicht gereicht. Weil da die anderen da hier total mich versägt haben. Fuck. Es war so knapp. So knapp. Ja. Fuck you. Undecided. Ach, scheiße. Nein. Ach, komm. Okay, jetzt zeige ich euch die behindertste Map auf der ganzen fucking Valley, auf diesem ganzen fucking Server. Wieso ist die, habe ich da nicht noch schon minus, minus, minus gegeben? Ich brauche erst einen Local Record, um die zu voten. Alter Verwalter, das ist ungefähr die beschissenste Strecke überhaupt. Also das werdet ihr jetzt gleich sehen. Es ist ungefähr alles total behindert hier gebaut. Schaut, hier irgendwie Haarnadelkurven, die man sowieso nur mit Sliden hinbekommt. Diese Streckenteile sind noch nicht, teilweise noch nicht mal wirklich eine Streckenbreite breit. Und man muss hier trotzdem durch jeden Dreck hier durchzielen. Langsam weiß ich zwar grob, wie es funktioniert. Ja, wunderschön. Wunderschön. Och, fuck you, Scheißteil, ey. Fuck you, richtig Scheißteil. Und dann hat man noch so tolle Teile wie hier oben, wo man hier rumfahren muss. Muss ich da rüber springen oder wo muss ich da hin? Normalerweise müsste ich jetzt hier rechts fahren. Aber lass mich raten, ich bin drüber gespawnt und müsste jetzt hier runterspringen. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, weil dieses Streckending total. Ach ja, genau, hier ist die Stelle, wo wir rausgeflogen sind. Oder respawned sind. Meine Fresse, das ist halt die unglaublich schlechteste Map überhaupt hier. Darüber könnte ich mich den ganzen Tag aufregen. Richtig übelst. Oh, meine Fresse. Wer votet so einen Scheiß? Ich will jetzt die Map ganz fix auf minus Karma x-1000 voten. Das hat die sowas von hart verdient eigentlich. Da das einfach nur totales unnötiges Geslide hier ist. Und wieder 5 Minuten, die ich mir meines Lebens hätte sparen können. Das ist echt so. Ja, die Map ist wirklich so schlimm. Jetzt bin ich schon wieder an derselben Stelle hängen geblieben. Wer baut so einen Abfuck, Mann? Wer baut so einen Abfuck? Und nein, die korrekte Frage müsste eigentlich heißen, wer votet so einen Abfuck auf den Server? Oder wer hat die nicht schon längst wieder runtergeschmissen? Diese komische Strecke. So, jetzt kann ich endlich meine Minus, Minus, Minus voten. Ah, oh, ich hasse diese Strecke. Ich hasse sie einfach unmenschlich hart. Und zwar richtig, richtig hart. Das hat fast keine Grenze, dieser Hass gegen diese Map. Und er ist hier ziemlich kollektiv auf diesem Server. Und ich hab's hier schon wieder verkackt. Diese Strecke ist einfach viel zu eng, ja. Das ist irgendwie, wie als würdest du dauernd in irgendeiner, keine Ahnung, hättest eine, keine Ahnung. Das ist wie als würdest du auf der Toilette sitzen und das Loch zum Scheißen, das wäre keine 5 cm groß. Versuch da mal reinzuziehen mit deinem Arsch. Das geht nicht. Überhaupt nicht. Voll für den Arsch. Halt.
So richtig hart für den Arsch. So, jetzt schauen wir mal, dass wir diese Kurve hier endlich richtig hinbekommen. Ich pack's diese Kurve nicht. Hey! Fuck you, Strecke, richtig hart. Das ist ein Grund zu gehen, diese Strecke. Ja, wirklich. Das ist... Also, wenn man jemanden dieses Spiel zeigen muss, ja, und man nicht will, dass derjenige mitspielt oder auch dieses Spiel spielt, dann sagst du, hier, fahr mal die Strecke, die ist total geil. Und online sind nur diese geilen Strecken und, boah, so schnell warst du noch nie jemanden los, glaube ich, in einem Spiel. Das ist einfach endlich mal ein sinnvoller Anwendungsgebiet für diese Strecke. Und ich dachte schon, die ist total sinnlos. Wahrscheinlich hatte das auch der Kerl vor, der diese Strecke gebaut hat, seine ganzen Freunde loszuhaben in diesem Spiel. Weil er gesagt hat, hey, komm, die Strecke, total geil für den Arsch und so. Richtig geil für den Arsch. So, dann schauen wir mal, dass wir das Ding jetzt richtig hier reinbekommen. Endlich habe ich diese Stelle richtig geschafft. Oh, und ich bin nicht gegen den Abfuck hier gestoßen. Noch viel geiler. Und hier ist das Ziel. What the fuck? Oh, erster auf der Fuck-Map. Ich würde gerne noch mehr Minus-Minus voten. Aber das funktioniert leider als erster auch nicht. Na gut. Ich würde trotzdem mal sagen, euch wieder schon einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit meiner Frustration nicht allzu hier abgefuckt. Aber euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.